Die Erwartungen sind sehr positiv. Die Teilnehmer sind wahnsinnig gespannt, was da passiert. Denn wir eröffnen ja ein Labor in einer Teilnehmergruppe von ungefähr 50 Menschen, die sehr unterschiedliche Erfahrungen einbringen werden. Wir haben Sortimenter dabei, wir haben Leute aus Verlagen dabei, wir haben Leute aus dem Verband dabei, wir haben Studenten dabei, wir haben Leute dabei, die gar nicht aus der Branche kommen, sondern mit der Branche zu tun haben. Und es wird tatsächlich erwartet, dass wir innovative Dinge denken, ohne Schranken und ohne Barrieren, und dadurch jeder sich selber voranbringt, sein Unternehmen, aber auch die gesamte Branche. Es gibt ja dieses berühmte Stichwort von der disruptiven Innovation. Das heißt, eine Sache verändert sich jetzt nicht langsam über die Jahre hinweg, sondern sie kommt ganz plötzlich. Beispiel E-Book. Ich erinnere mich gerne an die Pioniere des E-Books, Hans Kreuzfeld, der 1990 schon mit den ersten Geräten durch die Gegend lief und keiner nahm ihn wirklich ernst. Und jetzt plötzlich kommt es. Und genauso stellt sich die Frage mit dem stationären Handel. Wir sehen seit Jahren eine Veränderung der Vertriebswege und jetzt plötzlich haben wir das Gefühl, das ganze System kann kippen. Und die Frage ist, kippt es, wenn ja, wohin? Was passiert mit den Marktteilnehmern, zum Beispiel im stationären Handel? In welche Richtung wird er sich entwickeln? Und was machen Verlage, wenn ihnen ein zentraler Teil des Vertriebs wegbricht? Oder bricht er gar nicht weg? Können wir selber aus uns heraus diesen Wandel bewältigen? Oder überlassen wir das anderen Marktplayern wie Apple oder Amazon, die von außen kommen und im Grunde genommen den ganzen Markt aufrollen? Und ich glaube, auf diesem Pulverfass, auf dem wir sitzen, oder sitzen wir gar nicht auf dem Pulverfass, sitzen wir eher auf einer Rutsche in die Zukunft, auf diesem Wege wird Prototype wesentliche Akzente setzen, um das zu beleuchten, um Konzepte zu entwickeln, um die Diskussion nach vorne zu bringen. Denn was wir nicht brauchen können, ist zu sagen, naja, es wird schon noch irgendwie gut gehen. Es wird es nicht, sondern die Innovation muss jetzt bewältigt werden. Das ist für mich also eine klare Botschaft dieses Podiums gewesen.